So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Wasteland 2. Wir gehen, wie schon in der letzten Folge angedeutet, wir lassen nämlich Anton führen. Erstmal zur Zitadelle zurück, werden dann einigen Leuten Bericht erstatten und natürlich auch das Heilmittel für Krebs abliefern, was ja immer mal nebenbei eine gute Nebenquest ist. Ich finde, das ist eine super Nebenquest. Da fragt man sich ernsthaft, was die Hauptquest sein soll, wenn die Nebenquest ist. Oh, findet man hier ein Mittel für Krebs? Kein Problem, super. Und Welthunger irgendwie noch besiegen wäre vielleicht auch eine kleine Nebenquest. Mal gucken, was so die Hauptquest wird. Werde Gott. Das ist vielleicht so, ja. Werde einfach allmächtig. Verkäufer kommt. Nein, ich will überspringen. Verkäufer brauche ich nämlich gerade nicht. Ich würde gerne meine Feldwäsche wieder auffüllen. Ja, das ist richtig. Dann würde ich Gleisnummernlager. Ja, nee, ich weiß, da habe ich noch was zu tun, aber mache ich jetzt aber nicht. Wo ist denn hier die Zitadelle? Da ist sie. Ja, scheint lange zu gehen. Dann würde ich vielleicht mal vorher noch eine Oase aufsuchen. Wenn das noch geht. Vielleicht hier die sogar. Ich würde gerne laufen. Ihr habt den Konflikt geschickt vermieden, natürlich. Ich würde wieder laufen. Und wieder geschickt gemieden. 75%. Es wurde ja schon die Theorie geäußert, dass die Chance zu entkommen abhängig davon ist, wie stark die Gegner sind. So. Die Feldflaschen mal auf. Wunderbar. Immer auf Vorsicht gehen. Man kann nie zu viel Wasser haben. Und hier gehen wir hin. Ich bin mal sehr gespannt, ob wir den... Ja, hier würde ich weglaufen. Ich bin mal sehr gespannt, ob wir irgendwann diesen Regenschirm benötigen, um wirklich mal... ich glaube, der Regenschirm bringt jetzt ja irgendwie plus 20 mehr Wasservorrat. Ob wir wirklich den brauchen, um irgendwo hinzukommen mal. Kann durchaus sein, würde ich sogar glauben. Ja, bestätigen. Vielleicht gibt es ja irgendwas ganz Cooles, irgendwo ein Secret Village irgendwo. Noch geheimer als Darwin noch. Wo wir praktisch nur mit dem Schirm hinkommen, das wäre super. Oh, das verstehe ich ja total. Moment. Wie war das? So? Ja, so war das. Genau so muss das. Dann lasst uns gleich mal hier rüber gehen. Keine Zeit zu verlieren, wir haben einiges zu lesen bestimmt. Ihr habt also den Einschluss an Level-Up niedergeräumt. Ja, ja, das habe ich getan. Okay. So. Gehen wir gleich mal hier rüber. Hey, General Vargas, wir haben Neuigkeiten über... Willkommen zurück an Sie, der Rekruten. Ja. Wir haben Neuigkeiten über Darwin. Ich sehe, ihr habt ein paar... ich sehe, ihr habt euch ein paar Strahlungsanzüge besorgt. Ihr habt Mumm in den Knochen, Ranger. Macht das Ganze bloß nicht zu Selbstmordkommando. Wenn es zu heiß wird, dass die Anzüge den Dienst quittieren, dann kehrt um. Schnell. Die Anzüge hatten wir eigentlich auch schon vorher, aber ist okay. Schau her. Wir haben uns Dorf Darwin angeschaut, nachdem wir uns den Roboter gefunden haben, Seer. Er ist verwüstet. Es ist verwüstet, Seer, unbewohnbar, oder? Wir sind in Darwin gewesen, Sir. Sir, es gibt immer noch ein Dorf. Es ist immer noch ein Dorf. Eine Kolonie von intelligenten Mutanten lebt dort. Nein, wir wollten das sagen. Und bekommen entsprechende Erfahrung. Wunderbar. Das habe ich mir schon gedacht. Danke, Ranger. Macht uns stolz, Rekruten. Und wir haben unser Logbuch aktualisiert, weil wir den Quest abgeschlossen haben. Nehme ich mal an. Gelöst. Dam, dam, dam. Such nach dem Funkturm. War das hier? Nein. Atchison's hilft Highpool. Bringt die Funkverstärker. Nein. Ja. Ach, was weiß ich, wo auch immer das war. Oder ist noch was offen? Hilft Dr. Tiedemann? Nein. Bringt William Brown seinen gestohlenen Schwein zurück? Das machen wir später. Ja, wir müssen da irgendwie... Genau, das ist das Gefängnis. Ja, was auch immer. Völlig egal. Wir gehen weiter. Haben wir... Warte mal, haben wir irgendwelche Schrottteile noch? Also müssen wir noch irgendwelchen Kram verkaufen. Ihr seid schon wieder so ein bisschen überlastet. Komm, gehen wir ganz kurz mal hin und verkaufen den Kram wieder, bevor wir aufbrechen in die Level-Up-Mine. Habe ich Bauteile? Weiß ich gar nicht. Alle mal zeigen, was ihr habt. Mal schön Hosen runterlassen und Taschen rauskrempeln. Eigentlich nur Taschen rauskrempeln. Hosen runterlassen muss nicht unbedingt sein. Aber ich sehe auch keine Waffenteile gerade. Doch, sehe ich. Haha. Hier bitte. Verkaufen. Dann würde ich den ganzen Schrott auch noch geben, wenn das irgendwie geht. Und es geht. Habe ich nämlich wieder ordentlich Gewicht verloren. Hier bitte. Hiervon muss nichts mehr... Ach, die Dynamitstangen kann ich auseinanderbauen. Muss ich aber gar nicht. Wie viel Schaden habt ihr? 50 Schaden, 3 Meter Radius. Euch behalte ich am besten mal noch. Das kann... nicht verkehrt sein. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Von jedem eins behalten, das wissen wir ja schon. Griffband behalte ich auch mal eins. Bildschirm, keine Ahnung, wofür wir das brauchen könnten. Vielleicht der Herr vom Museum, vielleicht kann der es ja gebrauchen. Mal sehen, was ist das? Eine Eule der Minerva. Habe ich nicht auch noch irgendwo Code aufgesammelt?
Oder habe ich den schon verkauft? Wo ist mein Code? Nee, ich habe ihn nicht aufgesammelt. Okay. Verkaufen. Hast du irgendwas Cooles? Wär's mit einem geilen Gewehr zum Beispiel für ihn? Ein Bull-Up-Scharfschützengewehr, Mensch, das habe ich ja noch gar nicht. Wir brauchen nämlich dringend ein besseres Scharfschützengewehr. Und das ist was? Das ist eine G34, ebenfalls ein Scharfschützengewehr. Was allerdings schlechter ist als meins. Das ist ja gar nicht mal so gut. Dann. Wir haben Laserkrimskrams, den hatten wir auch schon vorher. Okay. Eine Schrohflinte. Warte mal, die Schrohflinte war, glaube ich, wirklich besser als deine, oder? Ja, wär's, wenn du vorher die Schrohflinte anwählst, du Eimer. Und du hattest was? Du hattest, glaube ich, eine Pistole. Ach, die Rüstung können wir gleich verkaufen, weil die brauchen wir tatsächlich gar nicht mehr. Hier verkaufen, bitteschön. Auf Wiedersehen. Entschuldigung, wenn ich mal hier bin, ich kann da nicht widerstehen. Ab und zu mal zu gucken, ob ich da was Besseres finde. Diese Schrohflinte, du hast irgendeine Pistole, das ist in Ordnung. Du hast auch eine Pistole, das ist auch in Ordnung. Ein neues Gewehr, das ist auch gut. Ja, und eure Waffen sind noch irgendwie gängig, sag ich mal. Guten Tag, ausrüsten bitte. So, wir waren bei der Schrohflinte stehen geblieben. Ist die denn besser als meine? Ist exakt dieselbe wie meine, von daher wohl eher nicht. Ist die denn besser als meine? Nein, eigentlich nicht. Nein, wirklich nicht. Ja, nee, nein. Nein. Die Antwort lautet nein. Ist diese Pistole, ist ein Marakov, die haben wir schon 100.000 Mal zerlegt. Die hast du auch gerade in der Hand, von daher müsste es nicht unbedingt nochmal genommen werden. Nee, alles ist gut, dann können wir dabei bleiben. Ja, vielen Dank. Lass mich in Ruhe. Und wir gehen wieder weg. Ich glaube, genügend Munition haben wir immer noch. Von daher ist es kein großes Problem. Gehen wir mal zum, erstmal zu dir, weil wir gesagt haben, dass wir haben jetzt ein paar neue Dinge gefunden. Erstens waren wir in Darwin, da würde sich drüber freuen. Und wir haben, glaube ich, noch ein paar neue Ausrüstungslager gefunden. Ich nehme an, das wird ihn freuen. Guten Tag. Du hast neue Kartendaten für mich? Dann zeig mal her. In Darwin lebt doch... Was? In Darwin lebt doch jemand? Eine Kolonie von intelligenten Mutanten? Nein, das werde ich auf keinen Fall sagen. Du hattest recht, mit Darwin völlig verlassen und unbewohnbar. Danke, ich mache meinen Landkarten eine Notiz dazu. Uhu, zurück an die Arbeit. Diese Karten zeichnen sich von allein. Hallo, Fresh. Ja, willst du vielleicht irgendwas von meinem Krempel haben, den ich gefunden habe? Haben? Ein Rekrut, habt ihr es außergewöhnlich für mich gefunden? Ach ja, wir haben diese Kiste mit Disketten gefunden. Es steht Wasteland auf dem Deckel. Ach, wie geil. So, was haben wir denn hier? Sehr seltsam. Ein anderes Ranger-Team hat vor langer Zeit einen ähnlichen Gegenstand gefunden. Das war irgendein Abzeichen oder Pin auf dem Stand Mitgleit Wasteland Fanclub. Tatsächlich habe ich es hier noch irgendwo. Ich lasse es euch mit raus in das Feld nehmen, wenn ihr die Discs hier für mir in Forschung lasst. Ja, mach ruhig, klar, du kannst die Wasteland-Disketten haben. Wundervoll, ich werde einen funktionierenden Computer rauskramen und es zu booten. Vielleicht kann Captain mir helfen. Hier habt ihr, was ich euch versprochen habe. Kommt später wieder vorbei, vielleicht erfahren wir etwas Interessantes. Cool. Wir haben übrigens einen entsprechenden Computer gefunden. Das ist ein Bildschirm, falls du den brauchst. Die Farm des Doubles zu retten war gute Arbeit, Echo. Bla bla bla, bla 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 bla. Okay, was haben wir gerade bekommen? Wir haben irgendein Abzeichen bekommen. Was ich gerne mal sehen würde. Wastelands Fanclub oder so. Ist offenbar nicht hier. Und hier hat mir eine nette Userin günstigerweise einen entsprechenden Buttonreich reinprogrammiert. Vielen Dank dafür. Fürs automatische Sortieren. Notiz des Ingenieurs? Nein. Gucken wir doch einfach mal hier. Und bei wahrscheinlich verwendbarer Gegenstände? Nein, 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 nein. Dann alle Gegenstände, Waffen, Rüstung, Munition, sonstige Gegenstände, das kann durchaus sein. Ja. Was ist das? Präparation G. Warte mal. Rose Notizbuch. Nein. Ach hier. Wasteland Fanclub Anstecknabel. Plus 1 Arschkriecher. Oh, wie schön. Bist du nicht ein Arschkriecher? Moment, warst du nicht ein Arschkriecher? Warum habe ich meinen Zettel nicht aufgebahrt hier? Oh mein Gott, was ist furchtbar? Was ist eigentlich für eine Vorbereitung hier in meinem Spiel? So, Zettel. Arschkriecher, warte mal, Arschkriecher war früher mal was anderes. Arschkriecher war, glaube ich, früher mal Schleimer oder sowas. Kann das sein? Baron, Klugscheißer, Schleimer, ja. Arschkriecher war früher mal Schleimer. Ich muss es irgendwann mal umschreiben. Hast du schon irgendwas als Badge? Plus 1 Feilschen? Ach, das ist mir eigentlich egal. Arschkriecher sein ist viel besser. Dann kriegst du das mal. Der Meißel brauchst du mit Sicherheit nicht. Na komm. Hier. Wunderbar. Der kann dann dafür das da haben. Da,
Wunderbar. Gut, dann speichern wir das Ganze mit der wundervollen F9-Taste und gehen jetzt zum Dock. Wo war der Dock? War der hier der Dock? Ja, ich glaube schon. Du bist immer noch überlastet. Mein Gott. Hust. Ja, ja. Wieder zurück. Vorräte oder Schmerzen? Besser. Wir haben ein Mittelheilmittel gegen Krebs im Dorf Darwin gefunden. Interesse? Ha! Sicher, warum nicht? Wenn es mich umbringt, wäre es ein Segen. Wenn nicht, geht's mir nicht schlechter als jetzt. Hier, etwas für euch. Reiseausgaben. Ihr seid hoffentlich, seid offensichtlich an Medizin interessiert, also wird es euch helfen. Kaum zu glauben, ihr fandet den Ort. Ernst, danke. Schön. Wenn dieses Ding funktioniert, küsse ich euch auf den Mund. Ja, wunderbar. Besucht mich, wenn ihr mal wieder in der Zitadelle seid. Ich sollte euch dann sagen können, ob es echt ist. Ja, warum sind wir verletzt? Ja, bestimmt ein bisschen. Vielen Dank. Vorräte kommen wir später. Wir haben nicht nur Darwin gefunden, sondern auch eine Gruppe von intelligenten Mutanten, die dort leben. Nein. Dort existiert kaum noch unbewohnbar. Nun ein gutes... Hat die Sache wenigstens. Danke. Gut. Okay, wir haben wieder unsere volle Gesundheit. Ich muss wirklich mal kurz gucken, was die liebe Katrin hier so alles so mit sich rumschleppt, wenn sie... Ach ja, du hast zwei Raketenwerfer, zwei Sabotraketen. Das ist natürlich ziemlich schwer. Und ach, natürlich auch noch so ein Fleischwolf. Ja, dann halt doch mal so ein Ding hier. Und ich habe auch einen guten Tipp bekommen. Moment, das klingt jetzt eigentlich nur, ich normalerweise keine guten Tipps bekommen, das ist Quatsch. Aber ich habe einen guten Tipp bekommen, ganz wunderbar. Einen relativ guten sogar. Ich werde mal den ganzen Schrott, den ich normalerweise mal Anton gebe, den werde ich mal anderen Leuten geben, weil Anton ist ja gar nicht mal so stark. Ich werde, glaube ich, mal zukünftig mal, weiß ich, Meißel geben oder sowas. Zeig mal eure Attribute. Du hast eine Stärke von 4, du hast 3, 7. Ja, die könntest du eigentlich generell schon mal geben. Obwohl du jetzt auch schon relativ viel Belastung hast, obwohl du kannst dir halt eher geben. Du hast 3, du hast 4, du hast nicht mehr als Anton, das überrascht mich gerade ein bisschen. Du hast 2, okay, und du hast 8. Okay, du kriegst unseren ganzen Schrott jetzt ab, ab bald. Wundervoll. Dann geh ja wieder raus. War ja lange genug hier. Wieso hast du eigentlich nur 11 von 12 Patronen? Brauchst du mal wieder Patronen? Aha. Ja, gehen wir vielleicht ein paar Patronen kaufen noch. Ganz normale, kleine. Ach nein, du brauchst ja keine ganz normalen, kleinen. Du brauchst ja... Lass mich mal kurz in Ruhe, Frau. Du brauchst ja irgendwelche anderen Patronen jetzt mittlerweile, kann das sein? Du brauchst 9mm Munition, genau. Hallo, guten Tag. Hat die feine Dame der 9mm Munition hier irgendwo rumliegen? Ist es das? Nein, ist es das? Nein, ist es das? Ja, dann, nein, was hat da? 150 ist vielleicht übertrieben. 58 ist genau die richtige Zahl, die ich haben wollte. Das habe ich selber schon. Ansonsten hast du nur Krimskrams. Wahrscheinlich auch Krimskrams, den ich dir hauptsächlich verkauft habe, wenn ich den ganzen Schrott hier sehe. Ja, du hast sogar Hirn, wie schön. Hirn muss super sein. Ja, dann bleiben wir doch ein bisschen dabei. Das kaufe ich mal. Kannst du gleich behalten, lieber Anton. Vielen Dank für diesen wundervollen Handel. Es war ein Vergnügen, mit dir zu sprechen. Ich möchte jetzt immer wieder tun. So, und jetzt gehen wir, wie schon vorhergesagt, gehen wir erstmal in die Level-Up-Mine. Oder Lev-Lüb-Mine. Je nachdem, wie man das sagen will. Speichern. Die war irgendwo hier südlich. Da schlängeln wir jetzt erstmal hier rein. Und das war sie, glaube ich. Ja, genau. Dann gehen wir hier durch, werden vielleicht mal angegriffen. Und ja, mal gucken, was wir da als Dank bekommen von den ganzen Bergarbeitern. Ja, ich würde sehr gerne meine Trinkflaschen auffüllen. Vielen Dank. Und weiter geht es. Danach begeben wir uns natürlich... Oh, hier ist noch ein Durchgang. Wie geil. Danach begeben wir uns übrigens mal zu diesem Schrein. Da wurde mir schon vorher gesagt, dass ich daran nicht so wahnsinnig lange brauchen würde. Ja, ich würde sehr gerne diese Mine betreten. Das heißt, das werden wir vielleicht noch in dieser Folge schaffen. Mal sehen. Vielleicht ist es einfach wirklich nur so ein Schrein, wo man praktisch nur einen Erfahrungspunkt bekommt. Ach, einen Fertigkeitenpunkt. Also nur ist das natürlich... untertrieben, aber wahrscheinlich ist da nicht viel zu tun. Takayuki, ich habe mit dir schon gesprochen. Ich spreche mal mit jedem nochmal. Dank euch ist meine Mama sicher und gesund. Ich schulde euch mehr, als ich bezahlen könnte, aber vielleicht kann ich es abgleichen, indem ich als euer Leibwächter arbeite. Das ist ja eine super Idee. Du möchtest unser Leibwächter sein? Ja, ich habe kein Geld, um euch zu bezahlen, also biete ich das einzige von Wert an, das ich habe, meine Kampfkraft. Bitte, ich schulde euch etwas und möchte diese Schuld begleichen. In Ordnung, wenn du denkst, du schuldest uns was, dann komm doch einfach mit uns. Wir können einen erfahrenen Kämpfer gut gebrauchen. Ja.
Dafür müsste ich jemanden rausnehmen. Was kannst du denn so? Du bist sehr stark, muss man sagen. Du hast Klingenwaffen, Sprengstoff und Instandsetzung. Das ist ja lustig. Takayuki ist ein junger Mann, dessen Mutter ihn zu einem Krieger erzogen hat. Er ist mutig, ehrlich, ehrenhaft und kühn. Obwohl er sehr gut in dem ist, was er tut, könnte er ein wenig zu großspurig sein. Wie intelligent bist du denn? Ach, du bist einfach dumm. Ja, dumm ist doof. Ach, dumm und hässlich. Ach, wie schön. Ja, aber dafür bin ich wenigstens stark. Das trifft auf so viele Leute zu auf der Welt. Ja, ja, wie auch immer. Wen würde ich denn dafür erstmal rauskicken? Ich mache es natürlich genauso wie am Anfang. Ich werde ihn dafür kurz entlassen. Ja, dann würde ich ihn einladen. Dann würde ich Takayuki... Wo bist du, Takayuki? Achso, jetzt kann er wieder irgendwie mit Takayuki, genau. Würde ich mir kurz... Ach ne, behalte deinen Kram erstmal. Würde ich dich wieder entlassen, wenn ich nur kurz wüsste, wo das war nochmal. Fertigkeiten, Charakter vielleicht. Entlassen, ja. Nun geh weg. Und Meißel hätte ich dann wieder ganz gerne dazu. Hallo Meißel. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Ja, komm mit. So. Ich sehe schon, du bist wieder überlastet. Das heißt, du hast den ganzen Kram bekommen von Meißel. Nehme ich mal stark an. Also bekommst du das wieder zurück. Und ich glaube, so wesentlich mehr hast du auch nicht von ihm bekommen, oder? Warte mal, du brauchst wahrscheinlich noch irgendwelche Munition, oder? 5,56 mm Munition. Hast du die zufälligerweise gerade hier mitgenommen? Nein. 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 Gut, dass du die schwere Waffe hast, aber keine Munition. Das ist ja ein Traum. Dann, Mist, die wollen wir auch noch verkaufen. Mexikanerjacke. Egal. Die Kugeln kannst du noch haben. Damit deine Waffe hier auch schießen kannst. Und ich würde sagen, das war's erstmal. Speichern das Ganze wieder. F9. Und fragen mal die Mama. Hallo Mama. Vielen, vielen Dank. Ja, gern geschehen. Dennis Seminov, über den haben wir gerade gesprochen. Ich kann euch nicht genug danken für eure Tat. Das ist richtig. Also kannst du uns mal wieder danken. Ist doch auch schön. Jetzt gehen wir da runter. Max Zukov. Wir schulden euch gewaltig viel, Ranger. Minenarbeiterin. Aber ich fand dieses seltsame, ich weiß nicht, Ding, dieses seltsame Ding, als ich neulich nach einer neuen Mine kundschaftete. Ich habe nicht gewusst, was ich damit machen soll. Aber ihr habt ja schlaue Jungs bei euch in der Zitadelle, oder? Was willst du uns denn geben? Mysteriöser Schrein. Da will ich doch gleich ins nächste hin, weil der ist näher. Hallo Minenarbeiterin. Ihr rockt, ich weiß. Hallo Minenarbeiter. Diese Ranger... Ne, danke, danke Ranger, dass ihr uns gerettet habt. Ja. Isaac Leibowitz. Du bist aber ein schöner Mensch. Ein sehr glücklicher Minenarbeiter. Man sieht sein Lächeln ins Gesicht geschrieben. Gepriesen sei der Herr, Ranger. Ich bin überglücklich, euch wiederzusehen. Wie geht es euch? Wie überglücklich bist du denn? Wir sind heilfroh, dass du in Sicherheit bist. Uns geht es gut, aber wieso bist du so fröhlich? Du bist beinahe gestorben. Nun, es ist das Wunder von Providence, was... warum sollte man traurig sein? Was den Anschluss angeht, wird Gott mir nächstes Mal helfen, meine Stützen stärker zu bauen. Ja. Du hast die Tunnelstützen gebaut? Nun, ich leite dir ihren Bau trotzdem. Was? Nun, ich leite dir ihren Bau, trotzdem? Irgendwie, vielleicht so. Ich bin einer der wenigen in der Gegend mit etwas Bautechnikwissen, also fällt es mir zu. Aber ich kann bloß nutzen, was Gott an Werkzeug, Wissen, Materialien bereitstellt. In meinem Glauben wird er mich diesmal zu stärkerem, stabileren Boden führen. Ich glaube es einfach. Das ist immer sehr schön, wenn Bautechniker bzw. Ingenieure oder Architekten einfach nur auf Gott vertrauen, dass einfach alles gut gehen wird. Dann bin ich sehr fröhlich. Ich möchte unbedingt in deinen Gebäuden und Minen auf- und abgehen. Du findest sogar im Öd dann noch einen Platz zum Glauben. Natürlich, dies mag eine schwere Prüfung sein, aber wenn wir sie mit offenen Herzen ertragen und einen Lobgesang auf Gott einstimmen, dann wird er uns zu unserer Belohnung führen. Ja gut, du musst dann mal ganz klar sagen, du findest selbst ein Ödland zu den Glauben. Ist nicht gerade so, dass als ob die Urchristen jetzt in einer blühenden Oase gewandelt wären. Auf Wiedersehen und gebt Gott mit euch, Ranger, ja? Vielen Dank. Ich gehe jetzt auch schon wieder, denn Gott ist ja mit uns. Dann speichern wir das Ganze mal und würde ich sagen, dann gehen wir gleich mal zur neuen mysteriösen Mine, die wir gerade entdeckt haben, oder die gerade für uns entdeckt wurde, aufgebahrt wurde. Offendeckt, ja. Hier ist, weiß ich nicht. Mal gucken. Lass mich raten, hier kommt gleich eine übelste Strahlung. Ja, ich würde versuchen zu laufen. Mein Flugversuch war erfolglos. Mach dich zum Kampf bereit. Ich mache mich zum Kampf bereit. Ich schnappe mir ein Messer, steck's mir in den Mund. Und beginne zu kämpfen. So. Hallo Freunde. Na, Ödländerin, mit dir kann man sprechen. Schwer bewaffneter Red Scorpion. Ach, guck mal an. Lass uns doch erstmal alle hier hingehen. Wegen Sicherheit und so. Sind es nur zwei Leute und ein paar Ödländer.
Seid ihr ganz schön, seid auch ganz schön mutig, oder? Gut. Das übliche. Ach, du hast schon 206 Lebenspunkte, das ist ja geil. Ich würde mich gerne hierhin begeben. Gucken, wie weit meine Waffe reicht. Sie reicht bis dorthin, das ist sehr gut. Catherine. Wie gibt sie auf die andere Seite? Das läuft schon so. Du gehst erstmal kurz hier hin, damit Aberforth ein bisschen sicher ist. Und gehst daraufhin. Na gut. Vielleicht dorthin. Du kannst dich ebenfalls hinhocken. Und der Rest wird schon irgendwie laufen. Ist ganz ehrlich, sind zwei Leute. Wir beginnen zu schießen. Willst du anfangen? Du willst anfangen. Warum nicht? Fühlt den Skorpionstachel. Das ist so Dinge, die man von großen Männern gar nicht hören will. Nochmal 40 Punkte. So, das ist mein Skorpionstachel. Sticht übrigens mehr. Schießt auch weiter als deiner. Sicht ist blockiert, das ist schlecht. Dann warten wir auf einen Hinterhalt. Ja, super Schuss. Wer ist denn das? Rose ist das. Rose hat allerdings nicht so viel gerade zu tun. Bleibt doch am besten mal hier. Du auch. 87%, das ist doch schon mal ganz nett. Der ist schon mal tot, das ist mal ganz gut. Kannst du noch ein bisschen vorgehen? Kannst du nicht. Ja, du kannst eigentlich auch da bleiben. Du bist da relativ sicher. Das gibt noch einen weiteren. Guck mal. Nee, es waren doch nur zwei. War meine Schuld. Ey, mein Fehler. Tut mir leid. Baron kann da bleiben. Mücke trifft niemanden, aber mit ein bisschen Glück. Warte mal, wie hoch ist seine Reichweite? Hoch genug. Dann warte auf den Hinterhalt, falls er wieder rauskommt. Hinterhalt. Nee, für dich ist das ganz schön sinnlos. Dann geh du mal da hinten hin. Ich glaube, der Felsen blockiert hier so ein bisschen Sicht. Ja, genau ist das. Und hock dich wieder hin. Und warte, jetzt ist er mal dran. Hinterhalt. Doch nicht. Gut, hat super geklappt. Dann bleib da. Meißel dreht sein eigenes Ding. Du kannst ihn nicht mehr kontrollieren. Macht aber auch nicht so viel falsch. Das ist nicht so schlimm. Die kann man leider nicht erwischen. Das ist sehr schlecht. Wie viele Punkte brauche ich denn für Hinterhalt? Ich brauche 7. 7 sind... Oh, warte mal. Das ist ja schlecht. Ja gut, kann man gerade nicht ändern. Geh ich mal dorthin und du? Könntest du schaffen, mit dem Hinterhalt ihn zu erwischen? Ich glaube es nämlich eher nicht. Ich probiere es aber dennoch. Ist ja ganz falsch, warte mal. Ich gehe davon aus, dass ich mit Dingens, mit Angela rede. Ach guck mal, da ist noch jemand. Und ein Hinterhalt, wie schön. Na was ein Traum. Dann wirst du jetzt sterben müssen. Du bist jetzt, ihr seid alle ein bisschen weh, kann das sein? Ja, ist leider so. Dumm. Dann geh mal dahin. Nee, geh mal dahin fürs nächste Mal. Hocke dich hin. Du bist dran. 98%, das ist mir nix. Ich möchte mich auf den da schießen. Hocke dich hin. Wahrscheinlich kannst du jetzt nicht mehr schießen. Ja, so ist das. Ich habe einen Einzelschuss. Doch. Super. Schrotflinte brauchen wir gerade nicht. Du machst irgendwas und schießt auf irgendjemanden und du bist dran. Mücke, das ist ja ein traumhaft. Dann schieß mal auf den da hinten. Ganz toll, Mücke. Ich bin so froh, dass ich dich bei mir habe. Ein wahrer Scharfschütze, das merkt man dir schon an. Und du bist nochmal dran. Ja. Das war's für dich, mein lieber Freund. Die Kontrolle ist verloren und wir sind jetzt dran mit Meißel. Was wundervoll ist. Sondern wir können nicht kontrollieren, das ist dann nicht mehr ganz so wundervoll. Egal. Wir töten dich jetzt einfach und dann ist gut. Hervorragend. Vielen Dank für den Kampf. Hat nicht viele Ressourcen gekostet, alles gut. Und 155 Erfahrungspunkte gebracht, das freut mich auch sehr. Waren zwar jetzt 4 statt 2 Leute, aber mein Gott, so schlimm ist es auch nicht. Alle bitte nachladen. Keine Munition mehr, sagt wer? Du, Meißel. Meißel hat keine Munition mehr? Bist du drauf, ich nicht gerade... Ach, du hast die falsche. Du brauchst die kleinen Patronen. Warte mal, das ist ja gut. Das ist wunderbar. Dann gut, dann nimm mal die kleinen Patronen. Kannst irgendwie auch auf einen Haufen packen. Ja, alle. So, wundervoll. Wir speichern das Ganze. Tun wir nicht. Gut, und gucken uns mal an, was ihr so alles dabei habt, nicht wahr? Wir haben ein fantastisches Rohr, was man sofort auseinandernehmen kann. Ein wenig Schrott für dich. Haus dir in der Flasche. Hier, bitte. Ein Gewehr zum Auseinanderbauen. Ach, das ist sogar ein gutes. Guck mal an. Schrott für dich. Und ein bisschen Munition für dich.
Aalschrott für dich. Oh, sehr schön. Kann auseinandergebaut werden. Das ist wieder für dich. Oh, das Polaroid. Noch was? Nee. Kann mit euch reden? Ihr könnt jetzt gehen. Ja, vielen Dank, dass wir euer... ich meine, wir haben euch immer in den Hintern gerettet, aber wir können jetzt gehen. Das freut mich aber sehr, dass wir jetzt gehen dürfen. Wir müssen da raus, nicht wahr? Ja, genau. Dann werde ich noch kurz am Ende dieser Folge hier die Waffen auseinanderbauen. Und mache dann einen kleinen Schnitt. Ist ja gar nicht so schlimm. Tut ja gar nicht weh. So, das hätte ich gerne mal in Einzelteile zerlegt. Wir bekommen Einzelteile, genau. Und auch das würde ich gerne in Einzelteile zerlegen. Wofür genau dasselbe brauchen, bekommen. Nimm das mal bitte zurück. Und habe ich nicht noch eine weitere Waffe bekommen? Ja, habe ich. Guck mal, Einzelteile. Wundervoll. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis gleich.